Moinsen, Freunde der Sonne. 1. April. Also für dich jetzt nicht mehr, aber für mich ist der 1. April. Und heute kam DLC raus für ACC. Dieses Mal war ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich kommt und das ein April-Scherz ist, denn es war die Nordschleife. Aber man konnte sich auf Kunos verlassen, die veräppeln einen nicht, es kam raus. ACC, Nordschleife, haben sich sehr, sehr viele Leute gewünscht. Schon viele Jahre. Damals, als ich damit angefangen habe, haben mich ganz viele Menschen immer gefragt, gibt es die Nordschleife, können wir links abbiegen, fahren wir hinten raus? Ist für mich ein Dealbreaker, will ich nicht fahren, Nordschleife ist die beste Strecke der Welt. Will ich rein, brauche ich, muss ich haben? Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, was wollt ihr denn alle mit der Nordschleife? Warum denn immer nur Nordschleife? Nordschleife hier, Nordschleife da, Nordschleife sowieso. Ist in der SIM keine Nordschleife drin? Will ich das nicht haben? Und ich habe das ja nie so wirklich verstanden und bin ja nie wirklich exzessiv Nordschleife gefahren, weil ich zu dieser Strecke keine emotionale Bindung habe, wie einige von euch da draußen, die schon jahrelang die Nordschleife fahren bzw. die Rennen gucken. Und ich musste sie leider immer vertrösten und sagen, die SRO, die ja Lizenzgeber ist für ACC, hat mit der Nordschleife nicht viel am Hut. Doch das hat sich jetzt geändert. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, in ACC jetzt die Nordschleife zu fahren. Und wie ist sie jetzt so? Es ist nicht mal durchwachsen. Es ist wirklich positiv. Und zwar durchweg positiv. Und das hat mich heute, ehrlich gesagt, sehr überrascht. Denn letztes Jahr im August, als 1.9 kam, war ich etwas, naja, traurig. Ich bin sehr viel ACC gefahren, über 3000 Stunden und hatte immer übelst Bock, das zu fahren. Und das hat mich auch immer abgeholt, super viele Enduro-Rennen gefahren. Doch letztes Jahr hat das für mich gab es eine Wendung. Und ich war mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich war nicht pessimistisch, sondern eher so realistisch. Warten wir mal ab, was passiert. Und dann kam es heute um 16 Uhr raus. Ich habe es mir gekauft für 12 Euro und ein paar Groschen bei Steam. Habe es runtergeladen, habe mir nicht mal die Patch Notes angeguckt, habe den Stream angeschmissen und habe gesagt, so, wir gehen jetzt rein. Und ich habe wirklich alle Autos der GT3-Serie getestet. Bis auf den Honda und den Bentley und den Aston V12. Alle anderen Autos bin ich heute gefahren. Und boy, oh boy, das war wirklich gut. Ich bin Standard-Setups gefahren. Zeiten waren okay, das war so zwischen 8,27 und 8,34. Geht noch auf jeden Fall ein bisschen schneller. Mit Setups, wenn es dann für die Autos gemacht wird, kannst du noch mehr rausholen. Das habe ich jetzt am Ende auch nochmal gemacht. Da bin ich den Aston Martin gefahren mit einem Setup, was rausgekommen ist. Und es war kein Mickey Mouse Setup. Also mit Mickey Mouse Setup meine Schieberegler entweder nach rechts oder nach links, volle Pulle und dann gib ihm. Nö, das war ein recht solides, grundsolides Setup, was auch einigermaßen Sinn ergeben hat. Und damit bin ich dann so in die 8-10er Bereich gekommen. Also da würde sogar noch mehr gehen mit etwas Training. Aber die anderen Autos bin ich alle heute mit Standard-Setups gefahren und sie haben alle Spaß gemacht und gute Ergebnisse geliefert. Das ein oder andere Auto könnte noch ein bisschen, ja, ich sag mal, Setup-Pflege genießen. Unter anderem zum Beispiel der Nissan. Wenn man mit dem über das ein oder andere Curb gefahren ist, hat der immer den Flummi gemacht. Also irgendwie war das auf Geländemodus eingestellt, habe ich das Gefühl. Beim McLaren ist das auch passiert, das ein oder andere Mal, aber man konnte sie trotzdem fahren. Was ich total schön finde, dass sie die Dämpfer jetzt eigentlich, also die Dämpfer haben sie gefixt, zumindest kann man das sehen, das war das Einzige, was in den Physics geändert wurde und es fährt sich wirklich angenehm und brauchbar. Man hat wieder eine Vorderachse, man rutscht nicht mehr so viel rum wie früher, man verliert nicht das Force-Feedback, wenn man durch eine Kurve fährt, sondern es fühlt sich grundsätzlich wieder nach Autofahren an. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich werde jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall noch weiter reinschauen und hier und da mal testen, wie das ist, wenn da Setups so rausgekommen sind, wie die sich da fahren. Aber kommen wir zurück zu dem DLC. Grafisch muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das sehr schön. Die grüne Hölle sieht aus wie eine grüne Hölle. Es ist rundrum alles voller Bäume, alles voller Gräser und das sieht sehr, sehr schön aus. Und du bist richtig im Tunnel, wenn du da durchkrachst. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen tagsüber. In der Nacht sieht man davon ja nicht so viel. Aber, und das finde ich total geil, Kunos hat rundrum diese ganzen Partyzelte auch mit simuliert, sage ich mal. Und es stehen halt viele Menschen dort, die bewegen sich natürlich nicht. Aber es sind ganz viele dieser Camps, die so an der Strecke entlang sind. Und da gibt es dann sowohl Partylichter, also in den Zelten, Pavillons selber drin, als auch irgendwelche Lightbeams, die durch die Gegend fliegen. Wenn du im Stadion selber drin bist, also auf dem Nürburgring, nicht auf der Nordschleife, hast du das Riesenrad, was übelst schön beleuchtet ist. Und du
hast eigentlich wirklich ein sehr schönes Gefühl, wenn du über die Strecke fährst. Das Einzige, was wirklich noch fehlen würde, aber ich glaube, das kann Kunos nicht in irgendeiner Form umsetzen, wäre der Bratwurstgeruch vom Grill. Und das ist wirklich das Einzige, was fehlt. Es fährt sich bei Nacht fährt sich wirklich schön, es fährt sich tagsüber fährt sich wirklich schön und es sieht auch schön aus. Ich habe sowohl trocken getestet, wenig Regen, mittleren Regen und viel Regen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerer Regen und wenig Regen hat für mich nicht wirklich einen großen Unterschied gemacht, außer dass man ein bisschen früher bremsen musste. Man hatte sehr viel Haftung, was ich irgendwie total schön fand, ehrlich gesagt. Und es hat auch Spaß gemacht, im Regen zu fahren. Aber ab Heavy Rain, da wurde es dann nachher wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da wurde es dann ein bisschen komplizierter. Man könnte jetzt eigentlich sagen, Low als auch Medium Rain fühlte sich so an wie 1,9 trocken. Also im Grunde genommen hat man halt schon logischerweise durch den Verlust von Haftung gemerkt, wie das Auto keine Traktion hatte und es war wenig los im Lenkrad, was völlig normal ist beim Regen, weil man rutscht ja schon noch ein bisschen, es ist ja Feuchtigkeit und es war in Ordnung. Es könnte ein bisschen besser sein und es hat auch auf der ganzen Strecke geregnet, also es war jetzt nicht so, dass es an einer Stelle trocken war und auf der anderen nicht. Ich denke, das Wettersystem von ACC ist da noch nicht so ausgereift. Vielleicht können wir ja hoffen, und das ist wirklich nur eine Hoffnung, dass das irgendwann mal passiert und wir wirklich dieses ominöse, bekannte, weltbekannte Eifelwetter kriegen. Aktuell ist das noch nicht möglich. Nichtsdestotrotz, Regen fällt sich super und ab Heavy Rain wird es dann schon sehr gefährlich. Was für mich jetzt ein bisschen, ja, als, sage ich mal, aktuell viel iRacing-Fahrer ein bisschen komisch war, ist, dass die Bremspunkte sehr weit vorne waren. Also ich muss natürlich, logischerweise können wir das nicht miteinander vergleichen und ich werde es auch nicht miteinander vergleichen, weil es sinnlos ist, diese beiden Sims zu vergleichen, in meinen Augen. Ich konnte ein bisschen später bremsen, als ich das normalerweise gewohnt bin. Was so ein bisschen zum Umlernen animierte, aber trotzdem fahrbar war. Und es gibt so ein, zwei Kurven, die haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das kleine Karussell ist für mich in ACC ein absolutes Highlight, weil du da so mit schleifender Bremse reinfahren kannst. Du schmeißt das Auto da so durch und kannst gleich wieder rauszischen. Und das hat richtig Bock gemacht. Ich bin jetzt die 4 Stunden gefahren heute. Autos durchweg positiv mit Safe Setup, ne? Also das aggressive Preset sind wir gefahren, was standardmäßig dabei war. Und das hat Laune gemacht. Wie gesagt, ich werde die nächsten Tage das noch ein bisschen testen, wie das mit den Setups aussieht. Und dann später nochmal mir nach einer Woche einen komplett Gesamteindruck machen. So, wie sieht das jetzt aus? Ist das für dich von Relevanz oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein sehr, sehr schöner Patch, beziehungsweise es ist ein sehr, sehr schönes DLC von Kunos. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich heute den Stream ausgemacht habe, mich selber gesammelt habe, das nochmal Revue passieren lassen habe, dass das wirklich ein tolles DLC ist. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht, denn wenn wir weiter in diese Richtung gehen, bin ich auch wieder mehr dabei, als ich vorher dabei war. Also solltest du dir das jetzt kaufen oder nicht? Also wenn du Bock hast auf die Nordschleife und du fährst wirklich gerne die Nordschleife und du fährst ACC, volles Pfund rein. Absolut geil, macht richtig Bock, ist schön umgesetzt, sieht grafisch sehr toll aus und fährt sich einfach mit ganz, ganz viel Spaß, das Ding. Lass mich doch mal wissen, wie dir das DLC gefallen hat, wenn du es schon gefahren bist. Findest du auch, dass die Autos sich jetzt wieder besser anfühlen? Und was hat sich denn für dich positiv verändert? Das würde mich wirklich mal interessieren. Lass uns doch darüber mal sprechen. Und vielleicht hier noch als kleine Anmerkung. Freunde der Sonne, könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun? Lasst uns nicht mit anderen Sims vergleichen. Ich finde, diese Vergleiche hinken irgendwie immer, weil das sind alles unterschiedliche, ja, Sims und die haben alle ihre Daseinsberechtigung und jeder soll am Ende das fahren, wo er sich am komfortabelsten fühlt. Denn wir haben in den letzten Videos irgendwie, weiß ich nicht, ich tue mich da auch schwer, dann immer mit in diese Gespräche einzusteigen, wo sich Leute immer die Köpfe einkloppen, weil der eine mag das lieber und der andere mag das lieber. Können wir das vielleicht irgendwie umsetzen, dass wir das dieses Mal nicht machen? Weil es würde mich wirklich sehr freuen, dass wir einfach alle Simracing zelebrieren und unseren Spaß dabei haben. Und das wäre super und würde mich sehr freuen, wenn wir das in den Kommentaren umsetzen können. Und an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für deine Zeit, dass du dir das angesehen hast. Vielen, vielen lieben Dank für deine Bewertung, die du entweder hoch oder runter gemacht hast, was für mich beides fein ist. Und dann gehen schöne Grüße raus an die Kanalmitglieder. Dankeschön, dass es euch gibt und ihr noch drüber hinaus diesen Kanal unterstützt.
Und dann schau doch mal am Livestream vorbei. Die ganze Woche von Mittwoch bis Sonntag, also eigentlich Dienstag bis Sonntag, ab 14 Uhr. Schau doch mal vorbei. Vielleicht testen wir auch gerade wieder ACC oder wir fahren irgendwas anderes oder wir machen irgendwas anderes. Lass dir gut gehen. Hab einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du das geguckt hast. Bis denn, Dansen. Ciao, Kakao.